Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. In der letzten Folge haben wir unsere riesige Megakuppel oder wie die hier heißt gebaut mit dem Turm auch in der Mitte drin, was natürlich mega geil ist. Und wir haben mittlerweile keine Meteoritenstürme mehr, wir sind bei 85% Atmosphäre, was natürlich auch heavy ist. 50% Temperatur, ja, kann man noch sehen wie man will. Über 50% Wasser mittlerweile und fast 10% an Grünzeug. Und ihr seht schon, weil wir jetzt so viel hier haben, mittlerweile bildet sich das extrem flott. Also die Stelle hier hat sich relativ schnell vergrünt. Ich werde dem hier, den Mittelsmann, würde ich mal sagen, den Auftrag geben, Gras, Büsche und Mischwald. Er ist hier so der Mittelsmann und der wird natürlich ultra heftig hier arbeiten. So, wir werden hier gleich nochmal die Menge erhöhen, die hier drin natürlich ist. Schauen wir mal. Das wird relativ interessant jetzt. Ich bin gespannt, was das wird. So, jetzt müssen wir aber noch. Wo ist denn das? Dieses Verflüssigungsgerät da. Gesteinsabfallanlage. Bin mal gespannt, was die kann. Jetzt wird erstmal produziert hier. Und fällt auch gar nicht schlecht, wenn wir unten die Anlage wieder anschalten, ne? Hier sind 1-2 Anlagen immer noch aus. Die brauchen wir gar nicht, die können wir ehrlich gesagt sogar abreißen, finde ich. Oh, die Mine ist aktuell voll, das ist das Problem. Ist natürlich scheiße, wenn die voller wird, immer weiter. Natürlich, dann kann sie auch nichts produzieren in dem Fall, ne? Baukosten für Upgrade, Alter, das ist schon übel, ne? Das wäre natürlich schon heftig, auch wiederum. Also was wir auf jeden Fall hier machen müssen, ist Gesteinsverflüssigung. An den Tag bringt uns ja doppelt, will ich sie hinbringen. Schauen wir, was dann passiert. Na, schau, die ersten Büsche sind auch schon hier. Holy shit! Jetzt gibt es richtig Gas hier oben. Also hier wird es auch mittlerweile überall grün, aber das da oben ist natürlich so schon Heavy Speed, könnte man sagen. Hier tun sich auch so kleine Grünflächen schon überall bauen. Das ist natürlich schon was Geiles. Kann man nicht anders sagen. Schon was Geiles. So, globale Last gering aktuell, das ist gut. Das ist gut. Ich hätte gern noch eine Rakete. Wissenschaftlich, Tourist, Ingenieur. Wir machen Filter an und sagen Touristen fürs Erste nicht anwenden. Habe ich gerade im Filter nicht gesagt, dass Touristen nicht, alles andere kann meinetwegen mitkommen. Tourist raus, Tourist raus, Tourist raus. Und jetzt gucken, was da noch alles drin ist, oder passt das jetzt? Hoffentlich. Natürlich noch ein paar Botaniker mitnehmen hier und ein paar mit keiner Spezialisierung, weil die freuen sich über jede Arbeit. Wie viel ist hier drin? 2000. Aber wir haben aktuell noch nicht mehr genug, um unsere jetzigen Maschinen zu bedienen. Ich will, dass ihr eigentlich dauernd produziert. Wir kriegen genug Mitarbeiter für jede Schicht auf jeden Fall her, das ist kein Problem. Jeder kann sich aussuchen, wann er arbeiten will. Das ist doch politisch korrekt da. Hier schon die ersten Büsche wachsen, ich finde das zu geil.
Schauen wir mal nach Projekten auf dem Planeten. Treibhausgase importieren. Ah, haben wir schon mal 50%. Expedition aussenden. Schicken. Und dann ein Marsbeben. Geht über zufällig nieder und könnte Kolonie gefährden. Naja, der Meteoritensturm bringt sie jetzt nichts mehr. Gewährt Geld mit wiederholter Einsatz dieses Projekts führt zu einem geringeren Gewinn. Brauche ich eigentlich nicht. Das ergibt da schon mehr Sinn. Ist es dann dauerhaft oder nur für den Zeitraum? Ansonsten geben wir hier eine verdeckte Operation für Technologiestehlen ein. So. Wir sind ja schon ganz gut dabei. Schau mal, es wird langsam alles grüner. Der Mars wird grün. Leute, grün wird er. Wo ist denn jetzt hier dieses komische Fressmonster? Da sind die zwei Fressmonster. Arbeiten die besser wie er, oder? Ich habe nicht das Gefühl, nicht. Die kriegen beide noch Upgrades. Ich hoffe, dass die dann schneller arbeiten. Betankte Extraktoren. Fertig. Ist natürlich gut. Groß angelegte Ausgrabungen ist auch nicht schlecht. Danach müssten wir wohl oder übel mal auf die zwei gehen. Planetare Projekte. Und so. Na komm, verarbeitet es doch schneller. Also mir scheint so, als ob sie es nicht hinkriegen würden. Gib dem doch endlich mal die Upgrades. Die brauchen Upgrades, Leute. Plus 20% Produktion. Die brauchen die Updates, Leute. Oh, der scheint geupgradet zu sein. Yes. Ich hoffe halt, dass das Ganze hier fruchtet und die echt flott sind. Und ich habe die Vermutung, dass ich mehr von den Dingern brauche. Irgendwie. Och, jetzt speichert er. Einmal Landung ansetzen. Ein Abtrünniger, jetzt glaube ich es aber langsam. Es wird doch. Hier wird es langsam jetzt, hat immer langsamer, aber was willst du machen? Wir brauchen jetzt erstmal die Forschung. Na, Leute, ihr müsst nirgends hin. Wir sind hier am tollsten Ort der Welt. Hier wird schon grün. Ah, es wird schon, es wird auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir schon mehr Geldmittel bekommen. Die Produktion ist auch bei 62. Hups. Schau mal, wie viele Leute hier drin arbeiten. So wollen wir das. So wollen wir das. Jawohl. Schau mal, wie schön grün das schon ist hier.
können schon draußen rumhüpfen und auf der Wiese springen, Leute. Das wäre doch was, hm? Ich glaube aber auch nur die hier ist die übelst brutale, das ist die nicht so brutale. Aber du stehst perfekt, weil du kannst bei beiden schnibbeln. Du nicht. Alles schon in Ordnung. Starten wir das Ding wieder hoch. Alter, wie dicht der Wald hier schon ist, Wahnsinn, und der breitet sich weiter aus langsam. Ist perfekt. Du bist aber leider in der falschen Rakete gelandet, mein Freund. Wir nehmen jetzt die noch hier, verdeckte Operation, Technologie stehlen. Back to you. Oh, in the middle. 100! Holy shit, wie viel produziere ich? Okay, ich will es schaffen, das zu upgraden. Bedeutet, ich muss jetzt wie irre Sachen kaufen. Wie viel gehe ich da jetzt mal aus? Oh, fast nichts. Dann Shopping-Tour. Kaufen wir halt den kompletten Laden auf, hm? Dann kaufe ich einfach nochmal, weil ich lustig bin. Hier auch nochmal ein bisschen was und hier auch nochmal ein bisschen was. So. Da habe ich schon mal das erste wieder gemacht. So, sind Huch. Funding received. Ich hoffe, dass die jetzt langsam mal hier. Jackpot. Ein Tourist von der Erde hat den Jackpot in unserem Casino gewonnen. Und was noch besser ist, es hat sich herausgestellt, dass Gordon Griffin bekannt für Vlogs ist. Das breite Grinsen nach dem Casino lässt darauf schließen, dass der Mars-Tourismus auch ein voller Erfolg ist. Effekt: 100 Touristen wurden dem Bewerberpool hinzugefügt. Holy shit! Ich habe hier nur für ein bisschen Platz. Gestohlene Technologie im Asiatischen Wissenschaftsinstitut. So, ich wollte eigentlich die ganze Zeit dich hier upgraden auf Stufe 3. Ja, das hat alles seinen Sinn, was da unterwegs ist. Funding received. So, okay. Arbeiten hier mittlerweile Leute? Ja, hier bauen Leute. Ihr müsst ein paar bauen, mal bitte. Kann ich nur maximal 13 reinhauen? Vielleicht habe ich die Oberfläche aufgegeben, kann sein, ja. Machen wir erstmal 50. Das sollte fürs erste reichen, oder? Wie voll. Huch. Bis die da fertig sind, das dauert ja Ewigkeiten. Okay, das ist die nächste Rakete wieder zur Landung bereit. Ich bin fast bei 90%, Leute. Fast 90%. Warum denn giftiger Regen? Was hält giftigen Regen auf? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich dachte, ich habe giftigen Regen mittlerweile bekämpft. Aber irgendwie nicht. Irgendwie habe ich es nicht gemacht. Wir brauchen wir schalten wir die Filter. Nur Touristen anwenden. Starten. Ey, ist ja cool, hier noch so eine Touristenhochburg hinzubauen, ne?
Jetzt haben wir unsere kleine Hochburg hier unten schon, also eine riesengroße mit ganz vielen Hotels und dann außenrum noch ein bisschen Blödsinn, wäre bestimmt auch geil. Ah, dann können wir das auch rein theoretisch hier machen, warte mal. Nur nicht blöd, warte mal, das können wir doch mal probieren. Bauen wir hier mal. Ich brauche jetzt erstmal Ebenen war, warte mal, wie konnte ich da größer? RT. So, planiert das mal. Wir brauchen hier sozusagen eine Art Verteilerpunkt. Den können wir dann auch mal upgraden. Ah, scheint so, als ob wir es relativ gut unter Kontrolle halten können gerade. Ich glaube, jetzt halten wir es auch relativ gut hier unter Kontrolle. Und die Produktion steigt wie Sau. Also es schaut gut aus. Wo? Was? Warte mal, warte mal. Kann ich noch ein paar kleine bauen? Okay, gibt noch ganz viele kleine hier mitten rein. Ja, gar nicht. Ah, das sind. Nee, das sind Touristen. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sind Touris. Das sind ja Touris. Wo denn? Leute, es gibt zu viel Essenstände. Kauft einfach. Der hat hier offen. Du machst nur abends auf. Du hast dann standardmäßig auf, normal. Gut, dann haben wir alles abgedeckt. Und sollte das ja hoffentlich klappen. Abreisende Touristen 18, Kornkommende 22. Terraforming Widerstand. Keine wiederkehrende Kälte werden. Das ist nicht schlecht. Abgeschossene Treibhausgase importieren. Auch nicht schlecht. Und wir fliegen mal zurück hier. Ah, hier habe ich auch eine Spitze schon drin. Sanatorium. Das ist cool. Ja, wir haben schon einiges geschafft eigentlich. Was ich halt immer noch eine Frage ist, wie zur Hölle ich den blöden Regen da wegkrieg. Oh, schau mal, wie schön es wächst. Transporter 2 hat keine Nutzlast drin. So. Was ist, wenn ich noch eine kleine Kuppel brauche? Jetzt hier zum Beispiel. So eine Standardkuppel, eine Mikrokuppel ist das jetzt hier. Ich weiß nicht, wie weit komme ich mit diesen komischen Durchgängen. Bis hier komme ich. Gut. Mikrokuppel. Und dann platziere ich hier unten eine Riesenkuppel. Perfekt. So, dann tun wir gleich hier die Verkabelung noch machen. Die muss natürlich auch noch erledigt werden. Dann haben wir noch Energy. So.
Gut. Kümmert euch mal darum. Ja, langsam wird es. Langsam wird es. Ich weiß, wie weit sind sie hier unten mittlerweile mit dem Warhol Upgrade? Ah, sind sie dabei, aber es dauert natürlich seine Zeit. Ich würde sogar noch einen spawnen, weil danach wird es natürlich noch eine höhere Kapazität brauchen. Die Dinger werden hier ordentlich rauspumpen jetzt. Dann werden wir doch mit Beton ohne Ende. Huch. Wir kriegen wieder so viel Geld rein. So unnormal. Es ist halt so heftig, wie viel wir mittlerweile produzieren können. Einfach so aus dem Nichts quasi schon. Also hier brauchen wir 66 aktuell. Pff, das ist ordentlich. Hier produzieren wir 100. Hier 81. Hier 7. Ja, okay, hier ist es fast nichts, aber... Ja. Also dann machen wir jetzt hier den Durchgang. So. Jetzt eine Megakuppel setzen will. Ich würde die gerne halt hier hinsetzen. Das wäre irgendwie so ein geiler Platz. Also ich finde das hier so einen geilen Spot. So als Hotelkuppel. Ich muss ebnen. Ebnen. Es wird ein bisschen anstrengend. Schau mal, wo muss ich jetzt den nächsten platzieren, eigentlich von den Dingern. Platziere trotzdem mal einen hier noch. Einfach damit wir einen haben, weil ich glaube, es ist besser, wie dass die überall zu weit weg müssen. Holy shit, das ist zum Beispiel jetzt der Fall, dass hier nichts mehr. Und was ist jetzt hier los? Ach, weil giftiger Regen, ja. Der ist ja mal wieder da. Touristen abreisende Touristen 18. Dann schicken wir noch eine neue Rakete mit Touristen. Würde ich mal sagen. Wir wollen jetzt auch mal die offizielle Touristenlandeplattform hier unten. Dafür muss ich aber das Gebiet erst ebnen. Müssen wir leider jetzt einebnen. Das muss jetzt leider geebnet werden, meine Freunde. Das wird flach. Und hier unten die Plattform wird vernichtet. Schau, wie grün das mittlerweile ist. Wahnsinn. Planetar bewohnhaft, die eine Aufmerksamkeit wird. Seit der Gründung, Gründerfuß auf dem Mars setzte, träumten wir davon, von dem Tag, an dem wir frei über den roten Sand schreiten können. Heute wird dieser Traum endlich wahr. Geht nun mit Marsianer, atmet die marsianische Luft ein und seid stolz. Wir können nun unsere Kuppeln öffnen und uns alleine auf die marsianische Atmosphäre verlassen, um uns mit Sauerstoff und der Wärme zu versorgen. Die wird zum Überleben brauchen. Effekt: Wenn sie geöffnet werden, benötigen die Kuppeln keine Sauerstoffversorgung mehr und ihr Bau wird günstiger. Wenn sich die Bedingungen jedoch verschlechtern, sind sie darauf vorbereitet, sie wieder zu schließen.
Wir halten sie vorerst noch geschlossen. Vielleicht kann die ja sonst jederzeit öffnen hier, ne? Ich will eine, sagen wir mal, Versicherung haben. Nennen wir es so. Das ist wahrscheinlich, weil die Atmosphäre so hochgekommen ist. Ist meine Meinung. So, jetzt brauchen wir hier noch so eine kleine Überfahrt. So, du kriegst natürlich noch eine Universallager. Dann kann man es natürlich gut verteilen. Haben sie das jetzt planiert? Ja, haben sie. Jetzt brauchen wir so eine Megakuppel. Komm, wo ist denn das? Noch uneben. Komm schon, wo ist das uneben? Ich will nicht das ganze Ding hier plätten. Ich will's nicht plätten. Ach, schau, was hier unten abgeht. Wir pumpen und pumpen. Hat es mit unserer Maschine echt geupgradet? Unsere kleines Mo-Holchen, ja. 125. Holy shit. Also das kann sich keiner vorstellen. Also ich glaube irgendwie, dass wir es schaffen könnten, dass wir dann noch höher kommen. Da schauen wir mal. Jetzt passt aber diese Remiga-Kuppel doch hin, oder? Perfekt. Das ist sogar noch besser. Das ist doch perfekt so. So ist das perfekt. Das ist doch keine gute Partnerschaft. So. So. Perfekt, so. There are Earthsick colonists. Ja, kein Problem. Warte mal, wir tun jetzt eher hier. Wir bauen mal schnell die Landeplattform noch. Können wir die schnell errichten für unsere Freunde? Wäre das möglich? Wäre das möglich? Es wäre doch super schön. Na kommt. Dann schicken wir euch runter. Dann baut's fertig, kommt. Dann landen wir die Passagierrakete nämlich. Jetzt kommt da mehr an. Zwei inaktive. Okay, ich glaube mittlerweile seid ihr auch unnötig, ganz ehrlich. Ihr werdet jetzt abgerissen. Mittlerweile haben wir zum Glück andere Wege, wie wir das kommen auch machen können. Viele Kolonisten fliehen. Nur einer? Ich dachte, es wären mehr. So, aber ich würde sagen, zum Ende machen wir Kuppelöffnung. Ah, schau dir, wie das ungewöhnlich ausschaut. Ja, das schaut fürs erste Mal
dezent anders aus. Wenn die Ortschaften offen sind. Holy. Viel gechillter. Wie schaut unsere oben sieht die jetzt aus hier? Das wird ja die brutalste Sache jetzt. Aber die Durchgänge sind eigentlich voll unnötig. Weil es latschen sie einfach von A nach B. Ja, die gehen einfach nach draußen jetzt. Das ist zu bekloppt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit unserer immer wachsenden und sich verbessernden Marskolonie. Also, bis dann. Ciao.